Hallo, ich bin Sauerbazi und ich erkläre euch heute das Elgato Stream Deck. Was ihr dafür braucht, ist, wie das Tutorial schon sagt, ein Elgato Stream Deck und die nötige Software dazu. Die Software findet ihr auf elgato.com/de/deckgaming/downloads. Link steht natürlich in der Info. Und da braucht ihr dieses hier, das Stream Deck für Windows. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Mac gibt. Hier ist, glaube ich, alles für Windows. Ja, ich kann auch auf Mac gehen. Dann habt ihr es auch für Mac. Ah, sehr gut. Das braucht ihr einmal. Dann kriegt ihr dieses Programm. Und dazu kommen wir gleich. Wenn ihr euch kein Stream Deck leisten könnt und euer Smartphone eh nur neben dem Stream rumliegt, könnt ihr dieses seit neuestem auch als Stream Deck verwenden. Das geht mit Android, genauso wie mit Apple. Und ermöglicht euch halt auf eine einfache Art und Weise ein Stream Deck zu bekommen, wenn ihr euch die 100 bis 250 Euro für ein Stream Deck sparen wollt, je nachdem welche Version ihr haben möchtet. Aber kommen wir zum Stream Deck an sich. Hier haben wir jetzt einfach mal gerade mein Profil, was noch sehr leer ist und sehr karg ist, womit ich aber ein bisschen rumgespielt habe, weswegen es das momentan gibt. Wir können jetzt hier mal auf Profile gehen. Und legen uns mal kurz ein neues Profil an. Und dann haben wir das so. Wenn wir auf Welcome klicken, dann werden wir... Klick mal drauf. Werden wir hierhin weitergeleitet. Und dann findet auch hier Downloads. Oder wenn ihr runterscrollt, glaube ich auch irgendwo bestimmt den Download. Kommt auf jeden Fall auf die Elgato Stream Deck Seite, was natürlich schon mal sehr, sehr gut ist für den Anfang. Das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht mehr, deswegen schmeiße ich es weg. Tschüss! Falls ihr mehrere Stream Decks habt, könnt ihr hier oben auch diejenigen ein, quasi die Stream Decks benennen, wie ihr sie benennen wollt, und dann halt einzeln einrichten und auch euer Mobilgerät hinzufügen, falls ihr es halt übers Handy machen möchtet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal ganz einfach an. Ihr habt halt die Felder eures Stream Decks auf dieser Seite, oder links, und rechts habt ihr die Sachen, die ihr quasi machen könnt. Als allererstes würde ich sagen, wir machen jetzt mal unten OBS und wir nehmen eine Quelle und dann ziehen wir die Quelle einfach jetzt mal zum Beispiel hier oben hin. Dann haben wir, können wir einmal einen Titel eingeben und dann sage ich jetzt einfach mal Stream Deck. Und dann seht ihr schon, das steht dann da drin. Ist nicht ganz so schön, weil es jetzt so lang ist. Man könnte aber halt auch mit zwei Zeilen arbeiten. Ich glaube, bis zu vier geht das Ganze tatsächlich. Können wir mal kurz testen. Ah, es gehen sogar fünf, aber dann geht es halt einfach oben irgendwann raus. Wenn das Ganze mal Stream Deck und dann ist jetzt wichtig, in welcher Szenensammlung ihr quasi geht. Da haben wir halt auch zwei, weil meine Freundin auch streamt. Wir sind bei Sauerbazi. Und wir möchten bei Bartz erklärt Dinge, was die aktuelle Szene ist, in der wir drin sind, möchten wir die Facecam schalten. So, das haben wir jetzt eingerichtet. Die Facecam ist aktuell nämlich deaktiviert. Und wenn wir die jetzt mal aktivieren, dann seht ihr, da ist das Stream Deck. Die Qualität ist nicht die beste, das bitte ich zu entschuldigen. Aber ihr seht halt quasi, was auf dem Stream Deck ist, ja, auch hier im Bild. Ich habe es gerade nicht besser hingekriegt mit dem Stream Deck, tut mir sehr leid. Wir könnten den Knopf mal rüberziehen vielleicht. Ne, die Kamera möchte nicht. Aber wenn wir jetzt halt hier gucken und wir drücken den Knopf, geht das an und aus. Sieht man jetzt natürlich wahnsinnig gut, dass es ausgeht. Aber gut, wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir mal bei OBS kurz bleiben, könnten wir auch einen Audio-Mixer hinzufügen. Dann wird wieder die Szene ausgewählt. Und die Quelle ausgewählt, was in diesem Fall das Mic wäre. Wenn wir da jetzt draufklicken und dann hört ihr mich wieder. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht sehr anschaulich, wenn ich das mache. Wir machen das Ganze mal mit dem Wavelink. Dann gehe ich mal hin, mache mal kurz die Musik etwas lauter und wenn wir jetzt hier unten draufklicken, ist die Musik weg. Da ist die Musik wieder da. Also so könnt ihr halt euer Mikrofon in der Theorie einbinden, dass euch das Mikrofon, falls ihr husten müsst, ihr müsst geht in die Pause oder was auch immer,
und ihr möchtet das nicht, dass das Mikrofon weiter zuhört oder weiter in den Stream sendet, könnt ihr draufklicken und das Mikrofon ist aus. Eine hervorragende Sache, wie ich finde. Gut, packen wir das beides mal da oben hin. Ihr könnt dann halt auch noch den Stream oder die Aufnahme starten. Das geht relativ einfach. Und dafür braucht ihr auch nicht das Profil auswählen. Das geht einfach immer so. Ihr seht jetzt gerade auch, dass... Ihr seht es hier. Stream ist gerade dunkel, weil der Stream gerade nicht läuft. Aufnahme ist so hell, weil die Aufnahme halt gerade läuft. Ich nehme ja gerade was für euch auf. Das löscht ich mal besser, bevor ich jetzt gleich einen Fehler mache. Wenn wir sagen, wir möchten eine Szene wechseln, dann können wir zum Beispiel mal bei mir die Gaming-Szene auswählen. Game. Wenn wir da jetzt drauf drücken, oder wir machen erstmal eben nochmal ganz schnell die zweite Szene. Und dann sagen wir nämlich, Barzi erklärt Dinge. Ihr seht hier wieder, dass die Barzi-Szene, oder Barzi erklärt Dinge, leuchtet auf, weil wir da gerade drin sind. Die andere ist dunkel, weil wir da halt gerade nichts drin sind. Wenn wir es mal wechseln, dann seht ihr gerade meinen Gaming-Hintergrund vom Gaming-PC. Und wenn wir jetzt wieder auf den anderen Knopf drücken, dann wechseln wir wieder zu dieser Szene und ihr seht wieder das Stream Deck. Ich gebe jetzt hier mal kurz den Trailer ein. Das werden wir für nachher mal eben kurz verwenden. Gut. Dann würde ich sagen, OBS Studio haben wir soweit bearbeitet. Wie gesagt, die Szenen sind die allgemeinen Szenen. Mit Quelle könnt ihr halt in der Quelle jeweils etwas schalten. Wie zum Beispiel ist halt die Kamera, die ich ja gegeben habe. Hier ist es halt nur die Kamera drauf, mit der ich halt die Kamera vom Stream Deck an- und ausmachen kann. Beziehungsweise wir könnten jetzt zum Beispiel auch Quelle sagen und wir sagen in Barzi erklärt Dinge. Möchten wir jetzt die 920, was die andere Facecam ist, und dann seht ihr auch mich hier. Hallo! Und wer nicht? Ja, nein. So könnt ihr halt durch die Szenen durchschalten oder beziehungsweise Quellen aktivieren in der jeweiligen Szene. Halt, wenn ihr eine Kamera quasi ausschalten wollt, wenn, keine Ahnung, ihr spielt ein Story-Game und es kommt gerade eine Videofrequenz und da wollt ihr die Kamera nicht drin haben, könnt ihr so einfach die Kamera ausschalten. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, das wäre Stream Deck. Und lasst euch gesagt sein, es gibt noch sehr, sehr viele mehr. Es gibt noch Game Capture, Soundboard. Ich habe jetzt halt nur die, die ich jetzt auch wirklich verwende. Es gibt was für Streamlabs und Streamlabs OBS. Es gibt auch System, da könnten wir eigentlich gleich mal reinschauen. XSplit, YouTube, gibt mittlerweile für so viele was. Und wenn ihr noch weitere Actions haben wollt, gibt es da auch noch einen Store, der sich jetzt woanders auch geöffnet hat. Einen Moment, ich ziehe mal kurz rüber. Hallo. Da gibt es einmal das Control Center, Voice Mod, Twitch Studio, eine CPU-Anzeige. Spotify Integration, die nutze ich zum Beispiel auch. Eine Uhr, die ihr machen könnt. Ihr könnt Mic Mute machen, mit dem ihr quasi direkt am PC das Mikrofon stumm schaltet. Ja, Philips Hue, alles Mögliche gibt es hier. Das könnt ihr euch quasi da selber mal durchfuchsen, denn das benutze ich nur in den wenigsten Fällen. Aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge, was ihr dann noch an Extras runterladen könnt. Und ihr seht das gerade gar nicht so gut, weil ich das in die Kamera geschoben habe. Sehr gut. Auf jeden Fall gibt es dann einen Job, da könnt ihr. Was noch ganz cool ist, falls ihr Voice Meter benutzt, gibt es da auch Voice Meter Applikationen. Ich rufe das nochmal kurz auf. Hier zum Beispiel die V-Band Deck. Das sind Voice Meter Integrationen. Das habe ich damals genutzt, als ich noch Voice Meter genutzt habe, was ein virtuelles Mischpult ist. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mache ich euch dazu auch mal ein kleines Tutorial. Das kann nämlich auch relativ komplex sein. So, aber wie gesagt, wir bleiben jetzt mal da bei dem, was ich kenne. Gut. Wenn ihr jetzt halt zum Beispiel jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier wundervolle 15 Tasten und wenn ich jetzt mir halt alle möglichen Soundquellen einstelle und Quellen und Szenen einstelle, sind diese 15 Sachen sehr, sehr voll. Oder sehr, sehr schnell voll. Man könnte hier auch Ordner einstellen, sagt jetzt ein Ordner zum Beispiel. In diesem Ordner sammle ich jetzt alle Szenen oder sammle ich alle Audio-Wiedergaben oder so ähnliches.
Und dann habt ihr einen Ordner und hier habt ihr dann wieder Felder. Und mit dem Pfeil kommt ihr immer zurück auf die Home-Ansicht, sage ich jetzt mal. Relativ einfach. Dann können wir noch einen Profilwechsel einstellen. Das habe ich jetzt bei mir gemacht. Das nächste, und dann sagt ihr, das nächste Profil, das ihr wechseln wollt, wäre zum Beispiel Bazi. Wenn wir da draufklicken, sind wir bei Bazi. Jetzt komme ich noch nicht mehr zurück. Profil 1, da sind wir gerade drin. Ich habe jetzt, ja, den kenne ich noch gar nicht, der ist neu. Zufallaktion ist auch neu. Okay. Bei Multi-Action, das ist ein bisschen komplizierter, darauf würde ich später kommen. Ich denke, zufällige Aktion, da können wir auch gleich drauf zu sprechen können und das hier nehmen wir mal ganz schnell an. Ah, okay. Ja. Okay, ich habe es verstanden. Können wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen, was das dann Ganze ist. Wir können einmal die Helligkeit noch einstellen von dem Stream Deck. Beziehungsweise wir können sagen heller oder dunkler. Oder wir können halt direkt eine Helligkeit sagen, die wir halt quasi, wenn wir darauf drücken, wollen wir die und die Helligkeit haben. Oder wir möchten es einfach heller oder dunkler haben. Wir können auch noch einen Timer setzen. Zum Beispiel 30 Sekunden. Dazu können wir einen Ton hinzufügen, wenn wir jetzt hier einfach einmal drauf drücken. Dann seht ihr, läuft da ein Timer ab. Also seht ihr jetzt hier oben im Fenster. Und danach, wenn der Timer abgelaufen ist, müsste theoretisch dieser Ton kommen. Also falls ihr irgendwie einen Timer haben wollt, könnt ihr den hier auch mit einstellen. Gehen wir zum System. Hier könnt ihr Hotkeys einstellen. Bestimmte Apps öffnen, also Spiele öffnen. Ihr könnt einen vordefinierten Text eingeben irgendwo. Ihr könnt eure Multimedia kontrollieren oder Webseiten öffnen. Ganz cool. Was dann halt auch noch relativ wichtig ist, ist halt Twitch, für mich zumindest. Ihr könnt hier direkt Chat-Nachrichten erstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier sagen, welchen Account ihr nutzen wollt von Twitch. Und dann halt als Chat-Nachricht zum Beispiel ja, entweder irgendwelche Regeln, die ihr im Chat posten möchtet, oder teilweise habe ich Emotes da reingemacht, die ich dann halt im Chat nehmen will. Bei Chat, wenn ihr Emotes machen wollt, dann müsst ihr halt zum Beispiel, gut, wenn man schreiben kann, halt den Text des Emotes eingeben. Und da müsst ihr halt noch, ihr müsst quasi das Abo haben auf dem Account, um den Emote zu machen. Aber ich denke, das sollte jedem bewusst sein, der auf Twitch unterwegs ist. Dann ist es auch noch ganz cool, ihr könnt auf Zuschauer, dann steht hier unten drunter, werden eure Zuschauer angezeigt, die ihr gerade habt. Ihr könnt euren Chat leeren. Wenn ihr Affiliate oder Partner seid, könnt ihr Ads, also Werbung einspielen. Dabei habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier steht es auch drunter, ein Twitch-Partner oder Affiliate-Account ist erforderlich. Ihr könnt hier die Zeit auswählen, wie lange ihr es machen wollt. In Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden, bis hin zu 360 Sekunden, die ihr Werbung einspielen könnt. Dann könnt ihr den Stream-Game-Titel, also den Stream-Titel ändern und das Spiel könnt ihr quasi vorher wollt den Stream anmachen, ihr wollt verschiedene Spiele spielen, hier den Titel und das Spiel eingeben und dann halt immer quasi, wenn ihr sagt, okay, wir spielen das andere Spiel, drückt ihr drauf und es wird automatisch geändert. Ihr könnt den Chat umschalten, dass es nur ein Subscriber-Chat sein soll, ein langsamer Chat sein soll, Follower-Chat sein soll oder nur Emotes im Chat sein sollen. Ihr könnt Stream-Marker erstellen, ihr könnt einen Clip erstellen, was so funktioniert, dass die letzten 30 Sekunden der Übertragung als Clip erstellt werden, also halt ein ganz normaler Standard-Clip. Und ihr könnt auch direkt den letzten Clip öffnen, was halt auch sehr, sehr cool ist. Kommen wir dann etwas weiter, gehen wir zu Twitter. Ihr könnt einmal halt verschiedene Accounts anlegen, wo ihr dann halt wechseln könnt. Okay, ich möchte jetzt zu Account Sauerbazi. Ähm,
Was? Wie könnte man den Account ändern? Okay, dann weiß ich, habe ich keine Ahnung, was ihr machen könnt. Aber ihr könnt twittern, was ganz cool ist. Dann könnt ihr halt hier den Account auswählen, den Text eingeben. Ihr könnt auch noch einen Anhang hinzufügen, wenn ihr möchtet. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Und dann kommen wir weiter. Stream Elements. OBS ist eigentlich nichts anderes als OBS. Also hier unten etwas tiefer habt ihr genau dieselben Sachen wie bei OBS. Außer, dass ihr halt noch die Streamlabs-Sachen mit dran habt. Also ihr könnt die Alerts pausieren, stumm schalten. Ihr könnt sie halt wieder starten. Ihr könnt einen Cup again auslösen. Oder halt das, den Hype Cup leeren. Also Sachen, die ihr für den Bot braucht. Von Stream Elements. Voice Mod hatte ich mal eine Zeit lang, habe ich mittlerweile nicht mehr. Damit könntet ihr dann halt direkt auf eine Stimme umschalten, direkt über euer Stream Deck. Das ist ganz cool. Ja, habe ich nur momentan leider nicht mehr. Deswegen kann ich es euch jetzt auch nicht zeigen. Habe ich nicht drauf geachtet. Control Center. Das wäre dann für die Elgato Keylights. Die habe ich aber auch noch nicht. Das sind so neue Sachen, die unten reinkommen sind, glaube ich. Twitch Studio wäre halt dasselbe wie OBS mal, wenn man Twitch Studio verwendet. Verwende ich auch gar nicht. Warum habe ich das hier drin? Ich glaube, die sind neu dazugekommen mit den letzten Updates. Und dann habt ihr jetzt hier, ist jetzt die Spotify Integration, die ich nutze. Damit könnten wir zum Beispiel Play Pause machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach so. Ja, und es ist hier sogar Minutenwiedergabe und der Titel angezeigt, was sehr cool ist. Damit können wir anhalten und Wiedergabe machen. Like und Dislike Song. Also hier können wir wirklich, 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 wirklich viele Einstellungen über für Spotify machen. Direkt über Stream Deck. Ihr könnt auch direkt auf eine bestimmte Lautstärke setzen. Ihr könnt die Lautstärke hoch und runter setzen. Oder halt einmal stumm schalten. Ihr könnt auf Wiederholung setzen. Alles Mögliche. Also, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. So. Dann habe ich ja gesagt, ihr wollt zum Beispiel eine Multi-Action hier oben machen. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal kurz auf den Bazzi-Account. Denn hier habe ich nämlich, das ist nämlich jetzt das, womit ich selber rumgespielt habe mit der Multi-Action. Und ihr seht jetzt hier, der Titel ist Go Live und hier Inhalt 14 Aktionen. Aber was heißt das denn? Wenn wir auf den Pfeil gehen, kriegen wir so ein Menü. Hier seht ihr jetzt alle Sachen, die passieren, wenn ich den Knopf drücke. Und das wirklich, wirklich cool. Ihr seht jetzt hier bei Stream Deck hat sich hier was Neues eingeschlichen, das heißt nämlich Verzögerung. Da gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Also, bei OBS Studio starten wir den Stream. Wenn ich den Knopf drücke. Dann wird rausgetriggert, getriggert. Ich werde gleich getriggert. Getwittert über den Sauerbarzi-Account. Der Barzi geht jetzt live, kommt vorbei, sauerbarzi.tv. Ein ganz schlichter Tweet, den wollte ich auch eigentlich nochmal ändern. Bis jetzt ist es aber so geblieben. Dann wird auch gleichzeitig in meine Intro-Szene gewechselt. Dann wird in den Chat geschrieben: Hallo Leute, es geht los. Sauerbarzi, moin, sauerbarzi, moin. In OBS wird das. Ja, und das ist nämlich gerade, weil ich das neue Mikrofon habe, funktioniert das nämlich nicht. Wird das Mikrofon ausgeschaltet. Das musste ich in letzter Zeit immer selber machen. Und für Spotify wird die Lautstärke 70 gewählt. Das sind die ersten Aktionen, die passieren, wenn ich den Knopf drücke. Dann gibt es eine Verzögerung von dieser Anzahl an Millisekunden. Und dann kommt das, was den Menace im Stream immer sehr freut. Dann wird die Lautstärke nämlich auf 100 gesetzt, was ein bisschen laut ist, habe ich letztens festgestellt. Ich würde jetzt hier mal sagen, wir machen hier mal 60, machen hier für Lautstärke mal eine 80 rein, einfach nur ein bisschen lauter. Und dann wird eine Playlist abgespielt, nämlich auf meinem Desktop die War Hype, also eine Playlist abgespielt, und das ist mein Intro-Song, den ich dann halt quasi immer einspiele. Dann gibt es nochmal eine Verzögerung von der Zeit, die quasi der Intro-Song laufen soll. Beziehungsweise
dauert es 18 Sekunden hierbei, normalerweise 20 Sekunden, bis mein Intro-Song eine bestimmte Stelle erreicht, bei der ich immer die Szene wechsle. Und dann gibt's die, fangen wir an in der Talk-Szene. Dann wird auch das Mikrofon wieder aktiviert. Und dann gibt es nochmal eine Stream-Verzögerung. Die könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen kleiner machen. Sagen wir es einfach mal 5 Sekunden, bis dann quasi die Lautstärke auf 50 reduziert wird, damit man mich halt auch quasi hört. Das ist eine Multi-Action und das ist halt extrem cool, weil man halt extrem viele Sachen auf einmal machen kann. Das ist jetzt noch relativ simpel, es gibt noch viel kompliziertere Sachen, die man machen kann. Aber auf jeden Fall ist das schon extrem cool. Jetzt habe ich ja gerade gesehen, gibt es hier zwei neue Sachen. Ich glaube, die gibt es schon länger, aber habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber den Multi-Action-Schalter finde ich gerade noch sehr interessant. Wir könnten jetzt halt vereinfacht mal eine kleine Szene hier einprogrammieren. Wenn wir hier mal einfach, wisst, wie das zum Beispiel, wie das vonstatten geht. Wir machen jetzt hier mal die Quelle rein. Als erstes schalten wir die Facecam im Bazi erklärt Video aus, deaktivieren. Dann, wir machen das jetzt mal ganz schnell, wechseln wir die Szene, aber wir machen eine Verzögerung dazwischen. Machen wir mal eben kurz eine Verzögerung dazwischen. Also ihr merkt halt einfach immer einen Drag-and-Drop, immer einfach nur reinziehen. Von einer Sekunde, wie gesagt, wir machen das jetzt nicht großartig, dann wechseln wir auf den, machen wir uns mal, ne, Talk-Bildschirm ist doof gerade, wir wechseln mal auf den Gaming-Bildschirm, machen dann wieder eine Verzögerung rein, wechseln dann wieder zurück zu Bartzi erklärt Dinge, einfach nur um es euch zu zeigen, und schalten dann die Quelle nach einer Verzögerung, entschuldigt. Schalten dann die Facecam wieder an. Oder wir machen es doch anders. Das ist nämlich Blödsinn. Dann kann ich euch gar nicht zeigen, was ich jetzt zeigen wollte. Wir wechseln nämlich doch in die Talk-Szene. Das sieht dann zwar gleich ein bisschen komisch aus, aber ist nicht schlimm. Und in der zweiten Aktion wechseln wir dann nämlich von der Talk-Szene in die Bartzi erklärt-Szene. Dann gibt es eine Verzögerung und dann gibt es die Quelle Bartzi erklärt Facecam wieder an. So, wenn ihr jetzt hier diese Multi-Action ausführen wollen, haben wir hier einmal, ich drücke jetzt mal den Knopf. Das erste, was passiert, ist, dass dann die Kamera, also das Stream Deck, dass ihr das nicht mehr seht. Und ab dann funktioniert quasi alles erstmal halbwegs automatisch. So, die Kamera geht aus und wir wechseln auf die Talk-Szene. Da seht ihr jetzt das Stream Deck. Und jetzt ist erstmal die Aktion quasi vollendet. Wenn wir jetzt nochmal den Knopf drücken, denselben Knopf, wechseln wir jetzt zurück. In diese Szene und dadurch, dass der Übergang so lang ist, hat man das jetzt gerade gar nicht gesehen. Das kriegen wir aber ganz leicht hin. Drei Aktionen sind hier drin. Das hier funktioniert ja eigentlich ganz gut. Hier machen wir einfach die Verzögerung mal eben kurz ein bisschen größer auf 4 Sekunden. Das müsste dann eigentlich funktionieren. Gut, wir versuchen es nochmal kurz. Also, die Kamera geht aus und dann eine Sekunde später wird die Szene gewechselt zum Talk-Bildschirm. Dann sind wir jetzt quasi hier. Wenn wir jetzt wieder drauf drücken, wechseln wir wieder die Szene rüber zu... Na, hat immer noch nicht gereicht. Dann machen wir jetzt einfach mal 7 Sekunden. Das reicht auf jeden Fall.
Also, wir wechseln wieder rüber. Kamera geht aus. Szenenwechsel. Und wir drücken nochmal. Szenenwechsel. Und dann sind wir da und eine kurze Zeit später geht oben der Bildschirm an. Sehr gut. Diese Aktion, gerade auch mit den Zeiten, da muss man immer so ein bisschen rumspielen. Das hat bei mir auch am Anfang nicht sofort funktioniert. Da muss es einfach eine Sache von, ja, man misst die Zeiten mal ab, bis hin zu, man probiert es am Ende aus. Weil die Aktion an sich selber, das muss man ein bisschen mitbedenken, brauchen auch eine gewisse Zeit. So, dann löschen wir das jetzt mal raus, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann machen wir mal zufällige Aktion. Bei zufällige Aktion ich gucke jetzt mal auf so, nee, Titel braucht das eigentlich ja nicht. Ich ziehe jetzt einfach mal ein paar Sachen hier rein, ein paar Chatnachrichten. Und dann gucken wir mal, ob das alles so hinhaut. Wie ich mir das vorstelle, nämlich dass so, schnulzig wie sonst nicht was. So, dann versuche ich mal kurz einen Moment. Wo, oh, das ist glaube ich nicht so gut. Okay. Okay, wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber besser so als anders. Dann hole ich doch mal kurz den Chat hier hin. So, dann haben wir da jetzt einmal den Chat. Wenn wir jetzt den Knopf drücken, mit der zufälligen Aktion kommt wahrscheinlich nur ein. Ich hoffe, es kommt nur eine Chatnachricht. Ja, kurz hier nochmal raus. Dann drücken wir mal drauf. Und dann kommt eine Chatnachricht von den zufälligen, die wir gesagt haben. Oder wahnsinnig zufällig, muss man wirklich sagen. Okay. Ist wirklich ganz cool. Ich merke, ich sehe eine Tendenz. Oh mein Gott. Okay, der Zufall ist sehr interessant. Aber ihr seht, ich drücke immer nur denselben Knopf und es kommt halt eine zufällige Chatnachricht. Das könnte ganz schön witzig sein, glaube ich. Kann man bestimmt witzige Sachen mitmachen. Ich wüsste es nicht, bis auf Chatnachrichten, was man damit machen sollte. Man sollte vielleicht nicht zufällige Sachen twittern. Ich weiß nicht. Also für Nachrichten finde ich es vielleicht noch ganz interessant, also für Chat-Nachrichten. Ansonsten wüsste ich nicht genau, was man damit machen sollte. Okay. Ich werde jetzt hier am Ende von meinem Tutorial für Stream Deck und ich habe ja hier noch eine Kleinigkeit vorbereitet vorhin. Eine sehr, 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 sehr kleine Kleinigkeit. Nämlich den Szenenwechsel. Und führen wir den einfach mal aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergebracht. Falls ihr noch Fragen habt zum Stream Deck oder falls ihr Vorschläge habt für andere Software, die ich mal unter die Lupe nehmen soll oder andere Sachen, die ich mal euch erklären soll, wo ihr die Frage habt, was zum Teufel, wie funktioniert das, bitte erklärt mir das jemand. Schreibt es einfach in die Kommentare und ich bin sicherlich in der Lage, euch da vielleicht... Also, in der Lage, euch weiterzuhelfen. Hochnäsig, hoch 3. Vielleicht bin ich in der Lage, euch weiterzuhelfen. Und wenn, dann mache ich sehr gerne ein Video dazu. Als nächstes würde ich eventuell über Wavelink etwas machen, was ja die neue Sound-Software ist von Elgato mit dem neuen Mikrofon.
Weil das ist auch eine Software, die ist relativ kompliziert, glaube ich, für Einsteiger. Und es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Hilfe kriegt. Und nicht so hochnäsig wie andere oder so Expertenmeinung, wie manche das wissen, sondern ich versuche das ein bisschen, ja, ein bisschen aus der Nähe heraus. Also ich bin ja immer noch selber am Lernen. Insofern bin ich auch sicherlich in manchen Punkten nicht perfekt. Falls ihr etwas besser wisst oder besser könnt oder sonst was, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich bin immer auch, ich bin nicht perfekt. Ich kann immer noch was lernen. Und ja, falls es euch dann hier gefallen hat, könnt ihr gerne dort ein Abo da lassen, indem ihr da auf dieses wundervolle Zeichen klickt. Hier geht's zu meinem letzten Video. Und ja, also klickt doch am besten erst da drauf und dann da drauf. Oder bevor ihr da drauf klickt, könnt ihr auch noch einen Daumen da lassen und einen Kommentar auf jeden Fall. Ich sage tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.